Einer der größten Fehler, die man in Valheim machen kann, ist es, sich zu einseitig zu ernähren. Dadurch habt ihr viel zu wenig Leben. Und wenn ihr bis zu 3 unterschiedliche Nahrungsquellen miteinander kombiniert, könnt ihr von 25 HP auf bis zu 100 HP kommen. In diesem Video habe ich mehr solcher Tipps für euch am Start. Bleibt also auf jeden Fall dran. Moin, mein Name ist Nico der Profi und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um Survival Games. Bleibt also gerne mit einem Abo mit dabei. Wir gehen also direkt rein und als allererstes spawnt ihr immer hier an diesem Ort mit den ganz vielen Steinen. Wenn ihr Pech habt, kommt auch direkt schon ein Gegner auf euch zu. Ums Kämpfen kümmern wir uns aber später. Jedenfalls seht ihr dann hier diesen Stein und den könnt ihr direkt mal benutzen mit E, wie es da auch steht. Und dann aktiviert ihr ganz einfach hier diese Markierung auf der Karte. Das ist der erste Boss, den ihr quasi besiegen könnt. Könnt ihr also schon mal direkt markieren. Ganz, ganz wichtig. Wenn wir schon hier bei der Karte sind, seht ihr, dass ich hier schon einige Markierungen gemacht habe. Das ist auch für den weiteren Spielverlauf auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Mit Doppelklick der linken Maustaste könnt ihr hier Markierungen setzen. Einfach überall hinsetzen. Könnt beispielsweise auch mit einem weiteren Klick darauf ein X setzen. Das bedeutet dann vielleicht für euch, dass ihr den Dungeon schon gemacht habt und den jetzt erstmal nicht mehr machen könnt. Mit der rechten Maustaste könnt ihr das Ganze hier einfach auch wieder verschwinden lassen. Auf der rechten Seite befinden sich dann hier verschiedene Symbole, mit denen ihr dann ja eure Orte eben markieren könnt. Und ganz, ganz wichtig ist auch, Doppelklick hier rein. Und hier unten ist direkt so eine Anzeige, wo ihr eintippen könnt. Und wir sagen jetzt einfach mal, das ist ein Dungeon. Tippen Dungeon ein, Enter. Und dann wissen wir, aha, hier ist ein Dungeon, wo wir später mal zurückkommen wollen. Es ist jetzt leider ein bisschen dunkel hier bei uns, aber wenn ihr das gemacht habt, sind eure ersten Schritte, dass ihr hier anfangt, Stein und Holz zu sammeln. Hier ist zum Beispiel ein Ast, den ihr einfach mit E aufsammeln könnt. Das sammelt er auch automatisch auf. Ich musste mal gerade ein bisschen was aus dem Inventar rausschmeißen. Und Steine findet ihr hier auch überall am Boden rumliegen. Da ist ganz wichtig, ich würde auf jeden Fall immer jeden Stein mitnehmen, den ihr finden könnt, dann bis zum ersten Boss, beziehungsweise ihr könnt erst nach dem ersten Boss Steine auch abbauen. Das heißt also, ihr lauft hier einfach nach dem Spawn durch den Wald, versucht Holz zu sammeln, versucht Steine zu finden und wenn möglich versucht ihr auch Beeren aufzusammeln oder auch Pilze wie jetzt hier, die könnt ihr einfach ganz normal mitnehmen, ist kein Problem, die sind auf jeden Fall nicht giftig, zumindest die hier im Starterbiom und die Beeren findet ihr dann in der Regel an Sträuchern, die leuchten dann auch rot, seht ihr also, verpasst ihr nicht und hier ist jetzt einfach ein Stein, einfach aufsammeln. Durch das Aufsammeln von neuen Ressourcen schaltet ihr neue Rezepte frei, mit Tab kommt ihr in euer Inventar und auch ins Crafting-Menü und das sind die 4 Gegenstände, die wir herstellen können. Es macht auf jeden Fall Sinn am Anfang sich erstmal eine Steinachse zu bauen, damit wir dann mehr Holz abfällen können, weil das können wir eben mit einer Axt machen. Dann können wir uns nämlich auch hier diesen Schläger machen und auch einen Hammer herstellen. Der Hammer ist wichtig, damit wir weitere Rezepte lernen können und überhaupt vorankommen im Spiel. Hier sehen wir dann auch die ja, Himbeeren, von denen ich gesprochen habe. Einfach auch mit E rangehen, sammelt euer Charakter von alleine auf. Und wenn ihr euch dann eine Axt gemacht habt, dann könnt ihr einfach hier gegen die Bäume gegenkloppen. Müsst dann ein bisschen warten, dann fällt das ganze Ding auch um. Und ein bisschen aufpassen, ne? Weil ihr seht, hier gibt es ein Physiksystem in dem Spiel und da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr euch eben nicht erschlagen lasst. Ja, und so haut ihr das Ganze hier immer in immer kleinere Teile und könnt das Ganze mitnehmen. Wie gesagt, mein Inventar ist full, aber nimmt ihr von alleine auf. Eine weitere wichtige Ressource ist der Flint und den findet ihr immer an Flussbetten. Das heißt, da müsst ihr mal auf eure Karte gucken und dann eben ja Richtung Wasser laufen und dann könnt ihr eben hier den Flint mit einsammeln. Ganz, ganz wichtig für ganz, ganz viele Rezepte, die wir noch so herstellen können. Und übrigens, euer Charakter levelt automatisch durch alles, was ihr eben tut. Wenn ihr besonders viel Holz hackt, dann bekommt ihr eben da viel Skill oben drauf. Könnt ihr auch mit der Tab-Taste einmal hier reingehen auf Skills und dann seht ihr alle eure Skills hier eben angezeigt und wie gesagt, die leveln eben einfach mit. Weil wir gerade Gegner hier haben, können wir auch zum ersten Fight kommen. Das hier sind Necks und die sind ganz gut. Wenn ihr also schon so einen Schläger habt oder eine Axt habt, dann könnt ihr auf jeden Fall gegen die kämpfen. Wichtig ist, unten in der Mitte haben wir so eine gelbe Anzeige. Das ist unsere Ausdaueranzeige. Wenn die leer ist, können wir nicht mehr angreifen. Dementsprechend müsst ihr da immer darauf achten, dass ihr da genügend Ausdauer habt, zumindest wenn ihr mehrere Schläge braucht. Necks sind jetzt nicht nur gut für den ersten Fight, sondern auch für uns als Essensressource, denn wir bekommen hier Necktails raus, wenn wir Glück haben und die können wir später auch braten. Da gehe ich aber auch nochmal gesondert drauf ein. Und übrigens könnt ihr eben mit der rechten Maustaste eben auch blocken. Auch ein wichtiger Hinweis, solltet ihr auf jeden Fall am Anfang tun. Wenn ihr dann soweit alle Ressourcen gesammelt habt, ja, also ihr habt Flint gesammelt, ihr habt Stein gesammelt, ihr habt Holz gesammelt, dann könnt ihr euch daran machen und euch eben auch einen Hammer bauen. Wie gesagt, hier über das Crafting-Menü, Hammer ganz, ganz wichtig, wie vorhin erwähnt. Und dann könnt ihr mit der rechten Maustaste hier ins Crafting-Menü gehen. Bei euch ist jetzt erstmal hier viel weniger als bei mir, weil ihr noch am Anfang seid, ist aber kein Problem. Und dann stellen wir eine Workbench her. Dafür brauchen wir 10 Holz und für die erste kleine Base suche ich mir eigentlich immer einen Ort mit einer offenen Fläche. Das passt jetzt hier eigentlich ganz gut.
einfach platzieren mit der linken Maustaste. Und wenn wir die jetzt benutzen wollen, sehen wir, dass wir ein Dach brauchen bei der Station. Das ist für uns aber kein Problem. Wir gehen einfach hier auf Building und können dann uns hier Holzwände hinsetzen. Mal ein bisschen gucken, dass die relativ nah dran sind. Einfach heransetzen, die nächste Wand daneben. Und hier ist wichtig, wir haben so einen kleinen Cursor in der Mitte. Und mit dem Cursor einfach an die Stelle gehen, wo wir ran connecten wollen. Also nicht hier irgendwie auf dem Boden, sondern schön mit dem Cursor da ran. Habt ihr immer einen guten Snap-Point. Ihr könnt mit dem Mausrad die ganzen Wände auch drehen. Und so klöppeln wir uns mal so eine Mini-Base hier zusammen quasi. So, das reicht erstmal zumindest dafür, dass wir dann die Werkbank benutzen können. Gehen wir hier einmal aufs Dach. Zack, zack, da nochmal rangesetzt. Und wichtig, wir haben hier Dächer mit einem 45-Grad-Winkel. Und hier haben wir das entsprechende Gegenstück ebenfalls mit einem 45-Grad-Winkel. Und dann wieder hier oben rangehen. Mal ein Stück weggehen, dann funktioniert es auch. Und zack, das sollte reichen. Ah, die Station ist noch zu exposed, ist noch zu offen. Das heißt, wir setzen einfach nochmal Wände hier drauf und dann ist das Ganze auch kein Problem mehr. Dann haben wir Zugriff auf unsere Werkbank. Wie gesagt, bei euch sind ein paar weniger Sachen als bei mir. Ihr habt aber auf jeden Fall die Flint-Sachen und ihr habt auch den Bogen und die Flint-Axt, die ihr euch auf jeden Fall craften solltet. Hält einfach ein bisschen länger als die normale Axt. Zusätzlich, damit wir auch die Nacht überspringen können, können wir uns hier noch ein Bett reinsetzen und setzen damit gleichzeitig auch unseren Spawnpunkt. Das heißt, wir spawnen dann nicht am Anfang wieder, wo wir eben im Steinkreis waren, sondern eben an unserem Bett, falls wir sterben sollten. Und hier ist es auch so wie mit der Werkbank, ist noch zu offen, das heißt, wir setzen hier auch nochmal ein paar Wände nebenan und hauen nochmal die Dächer hier mit ran. Dann müsste das eigentlich passen. Und jetzt seht ihr auch, dass wir dann unseren Spawnpoint schon gesetzt haben und wir brauchen noch ein Feuer in der Nähe. Das heißt, das Spiel sagt euch eigentlich auch immer so ein bisschen, was ihr tun müsst. Also ihr könnt nicht schlafen, bevor ihr kein Feuer habt. Und dann Misk findet ihr dann auch eben das Campfire. Und wenn ihr dann genug Stein zusammen habt, dann könnt ihr euch einfach das Campfire hier hinstellen. Und natürlich können wir auch Fleisch braten. Dafür gehen wir hier unter Crafting und können uns dann eben so eine Cooking Station hier raufbauen. Hier ist ganz gut, wenn ihr es schlau macht, könnt ihr sogar 3 Stück davon über einem Feuer platzieren. Dann geht das Ganze mit dem Essen zubereiten nochmal schneller. Essen zubereiten ist ein guter Hinweis, kochen könnt ihr einfach, indem ihr hier E drückt, dann nimmt ihr einfach random aus eurem Inventar die Gegenstände raus, die ihr kochen könnt. Und wichtig ist, ein bisschen dabei bleiben. Es kommt gleich so ein Zischgeräusch und dann könnt ihr das Ganze auch wieder abnehmen. Ich habe am Anfang immer zu lange gewartet, bin weggegangen, habe Holz gefarmt und so und dann hatte ich hier immer nur noch Kohle dran und das könnt ihr halt nicht essen. So, da kam ein kleines Zischen, das läutet dann auch immer so ein bisschen auf quasi, wie ihr selbst auch, wenn ihr levelt. Einfach mit dem Cursor raufgehen und E drücken und dann habt ihr das Ganze in eurem Inventar. Ihr könnt die Sachen mit der rechten Maustaste quasi essen, einmal hier reinklicken und wie anfangs erwähnt eben auch schön kombinieren und dann seht ihr auch, das Leben geht gut hoch, beziehungsweise die Lebensanzeige geht enorm hoch und auch die Ausdaueranzeige geht sehr, sehr weit hoch. Kommen wir nochmal zur Workbench und zwar ist hierbei ganz interessant, ihr seht ja hier unten immer diese Anzeige, das heißt, ja, so beschädigt ist dann eben ein Gegenstand und ihr könnt hier auf diesem Icon durchspammen und dann repariert euch das Spiel alles, was ihr im Inventar habt, was in dieser Workbench gebaut werden kann. Die Bronze-Axt kann jetzt hier nicht reparieren, weil das die falsche Station dafür ist. Ist aber immer kostenlos. Ist also sehr, sehr wichtig zu wissen. So könnt ihr Ressourcen sparen. Ihr müsst nicht immer neue Gegenstände bauen. Ihr könnt die einfach reparieren. Was auch noch wichtig ist, die Werkbank hat auch immer noch einen eigenen Level. Das heißt, einmal haben wir hier das Level der Workbench. Das ist jetzt Level 1. Wir können hier auch immer wieder Sachen upgraden. Und damit wir Sachen upgraden können, müsst ihr natürlich auch die Werkbank erstmal hochbringen. Und wenn ihr schon fleißig Flint gesammelt habt, dann habt ihr auch weitere Rezepte freigeschaltet. Unter Crafting findet ihr dann hier unter anderem den Chopping-Block, für den ihr auf jeden Fall 10 Flint braucht und ihr seht jetzt so einen leuchtenden Strahl, der zur Werkbank hingeht. Das heißt, das Ding muss in der Nähe der Werkbank aufgestellt werden. Könnt ihr jetzt theoretisch auch sogar hier ausmachen, wenn das zu klein ist. Und dann seht ihr hier, Werkbank ist auf Level 2 und so könnt ihr immer wieder eure Werkbank verbessern und dann auch eure Gegenstände weiter verbessern. Dann werden die stärker, halten länger und so weiter. Übrigens, die Base, ne, das ist nur für den Start gedacht. Also die braucht ihr vielleicht 2-3 Stunden, weil ihr könnt auch 2-3 Stunden schon den ersten Boss besiegen und dafür reicht das Ding auf jeden Fall aus. Kommt aber doch ein Anfänger-Base-Video. Das verlinke ich einfach schon mal hier, dann, wenn es denn da ist. Was nochmal wichtig zu erwähnen ist, woran erkenne ich überhaupt, dass ich damit meine Werkbank verbessern kann? Wenn ihr hier raufklickt, seht ihr unten dann a Workbench Improvement, ja? Also Werkbank wird dadurch verbessert. Könnt ihr also ganz leicht erkennen und seht ihr eigentlich auch mal an dem Stern. Es gibt noch eine weitere Verbesserung. Das wäre jetzt hier das Tanning Rack. Da brauchen wir aber 20 mal ja, Lederstücke und 5 mal Deerhide. Deerhide ist ein sehr, sehr guter Hinweis, denn wir können eben Lederstücke von Wildschweinen bekommen. Die sind relativ easy zu besiegen. Also nicht nur relativ, die sind easy zu besiegen. Geht also ähnlich einfach wie es gegen die Next hier beispielsweise. Dafür geht ihr einfach nur in den Wald und versucht Wildschweine zu finden und sammelt dann Leder auf. Und wenn ihr dann genügend Leder zusammen habt, könnt ihr euch hier auf jeden Fall den Bogen craften und auch ja Holzpfeile. Da bekommt ihr für 8 Holz immer 20 Pfeile raus. Da reichen ja 40
Stück eigentlich schon dicker aus. Was nochmal ganz wichtig zum Nahrungsverbrauch ist, unten links seht ihr, jetzt fängt das Ganze an zu blinken. Das heißt, jetzt können wir erst wieder etwas essen und können unsere Gesundheit auch wieder hochbringen. Ihr heilt immer, solange ihr noch was zu essen habt, solange ihr gesättigt seid quasi. Um zurück zum Bogen zu kommen, wenn ihr euch den gecraftet habt, packt euch den wieder ins Inventar. Zieht euch den einfach hier oben auf eine Nummer, wo ihr ihn haben wollt. Ich habe ihn immer auf der 8. Und dann geht's in den Wald, weil wir brauchen Dierheit, weil wir dadurch wieder weitere Dinge freischalten. Zum Beispiel Lederrüstung für uns, was natürlich sehr gut wäre. Übrigens hier nochmal, das sind Graylings, die sind auch nicht so schwer. Könnt ihr einfach raufgehen. Also keine Angst haben, einfach reingehen in den Fight und auf die Ausdauer. Das ist ganz, ganz wichtig, wie gesagt. So, das war gerade ein Reh. Das hört man immer. Da ist es. Rennt jetzt schon weg, weil ich zu schnell war. Hier vor uns ist es direkt. Bogen aufziehen. Hier ist auch ganz, ganz wichtig, dass ihr beim Bogen aufziehen eben Ausdauer verliert. Das heißt, wenn ihr jetzt so lange hinterherlauft wie ich, was total dumm ist eigentlich, dann kann es sein, dass er die Sehne nicht mehr spannen kann. Und ihr lasst dann auch nicht los quasi und schießt einfach, sondern er hört einfach auf, die Sehne zu spannen und er schießt dann gar nicht. So, da haben wir es jetzt gerade getroffen. Am besten ist natürlich, wenn ihr die Rehe oder Hirsche oder was auch immer das jetzt hier sind, erlegt, wenn sie euch nicht sehen, also aus der Distanz direkt. Dafür ist ja der Bogen da, sonst könnt ihr auch mit einem Knüppel hinterher rennen. Habt ihr da aber so eine Hetzjagd und das ist ziemlich nervig. Jedenfalls, ihr hört die immer, müsst wie gesagt ein bisschen aufpassen. Was hier auch interessant ist, oben auf der Karte, da seht ihr so einen kleinen Pfeil und der zeigt an, in welche Richtung der Wind weht. Und es soll wohl tatsächlich in dem Spiel so sein, dass ihr stinkt. Die riechen euch also auch entsprechend der Windrichtung. Müsst ihr also ein bisschen aufpassen. Mit der Zeit lernt ihr das aber auch, wie ihr die am besten angeht und wie ihr am besten rankommt, um sie dann zu erlegen. Jetzt habe ich hier schon wieder eins aufgescheucht. Da müsst ihr also wirklich vorsichtig sein einfach und dann nicht so wild durch den Wald rennen, wie ich das mache. Jetzt habe ich getroffen. Ihr seht, da kommt ordentlich was raus. An neuen Ressourcen, meine ich. Und ich würde übrigens auch nicht so nah an der Boss-Location bauen. Ne? Das ist nicht gut. Das könnte passieren im Bossfall, dass euch alles kaputt geht. Jedenfalls, wenn ihr dann ein paar Rehe erlegt habt, dann bekommt ihr hier ein bisschen Dierheit und ihr bekommt hier auch die Deer-Trophies. Die packen wir mal weg. Die sind wichtig für später, für den Bossfight. Kommt auch im Video zu. Durch das Dierheit können wir uns eben Ledersachen herstellen. Ein Lederhelm, Lederhosen und so eine Ledertunika. Und dadurch kriegen wir dann zwei Rüstungen. Unser Rüstungswert wird immer hier angezeigt. Und die können wir uns dann eben craften. So kommt ihr dann auf jeden Fall leichter durchs Spiel, könnt also mehr Schaden einstecken. Und im Prinzip gibt euch das Spiel eben vor, was ihr zu tun habt. Ne? Also ihr könnt jetzt von diesem Punkt an quasi reingrinden und eure ganzen Gegenstände verbessern, damit ihr eben mehr Schaden macht, damit ihr mehr Rüstung habt. Und wenn ihr dann drei Deer-Trophies zusammen habt, dann könnt ihr eben auch zum Boss gehen und den versuchen. Wie gesagt, kommt ein extra Video zu. Das sollte aber so euer erstes Ziel sein, weil durch den Boss, wie gesagt, bekommt ihr dann eine Spitzhacke und könnt eben dann weiter vorankommen im Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, denn es hilft dabei, dass das Video auch anderen Leuten angezeigt wird. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.